Ich denke, wir alle sind schon mal an unsere Grenzen gekommen. Wir alle haben uns schon mal herausgefordert gefühlt und haben gedacht, es geht nicht mehr weiter. Wir sind an unsere Grenze gekommen, jetzt ist Schluss. Die Frage ist, ist es wirklich so? Sind wir in dem Moment wirklich an unsere Grenze gekommen oder... Die Frage, die du dir selbst stellen solltest, ist, wirst du gepusht durch andere oder wirst du durch selbst gepusht? Das macht nämlich einen riesengroßen Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen Fremdbestimmung und Fremdmotivation oder Selbstbestimmung und Selbstmotivation. Wenn du also selbst motiviert bist und selbstbestimmt handelst, dann kannst du deine Grenzen viel weiter auslegen. Du entwickelst völlig neues Potenzial, du entdeckst deine Stärken und kannst die Grenzen immer weiter nach hinten pushen. Das ist dir nicht möglich, wenn du immer nur das machst, was andere von dir erwarten, sodass die anderen deine Grenzen festlegen. Hör auf dich selbst. Schau wirklich, wo deine Grenze ist in dem, was du tust. Vor allem hab Spaß bei der Sache, die du machst. Es bringt nichts im Leben, irgendwas zu machen, was dich total frustriert, was dir überhaupt keinen Spaß macht. Natürlich kannst du deine Grenzen nicht ausweiten, wenn du überhaupt nichts entdeckst an der Sache, das dir Spaß macht. Für mich gibt es drei Wege, die aufkommen, sobald du an deine Grenzen stößt. Erstens, aufgeben. Aufgeben ist für mich persönlich die schlechteste Einstellung. Lass mich das genauer erklären. Aufgeben heißt für mich, dass du ein komplettes Sachgebiet völlig aufgibst, obwohl du gedacht hast, es wäre voll dein Ding, und dann gibst du es auf wegen äußeren Einflüssen oder weil du denkst, ich komme nicht weit genug, ich sollte es lieber sein lassen. Deswegen ist Aufgeben für mich nie ein Thema, sondern was ein Thema wäre, wenn du nicht mehr zufrieden mit der Sache bist, ist der zweite Weg, wechseln. Du kannst eine Sache jederzeit wechseln. Du hast die Flexibilität, alles zu wechseln in deinem Leben, wenn es dir nicht mehr Spaß macht. Aber sobald du entdeckt hast, was deine Talente sind, was deine Stärken sind, und du hast etwas angefangen, eine Tätigkeit, die eigentlich in deinen Stärken liegt und ist aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht mehr dein Ding, dann wechsel sie. Dann bleib trotzdem an deinen Stärken dran, bleib trotzdem an deinem Talent dran. Wechsel einfach die Sache, die du tust, aber gib nicht auf. Aufgeben ist, denke ich, das Schlimmste, was du machen kannst. Aufgeben ist für mich gleichzusetzen mit das Leben aufgeben. Ja, das, wofür du gebrannt hast, gibst du auf. Und damit ist dein Leben vorbei. Das sollte nie das Ziel sein. Das Ziel sollte sein, dran zu bleiben. Und das ist der dritte Weg. Weitermachen. Kämpfen. Ich meine, manchmal kommt man wirklich an seine Grenze und denkt, es hat mir jetzt bisher Spaß gemacht, aber jetzt werde ich so stark herausgefordert, dass ich es vielleicht besser aufgeben sollte. Nein, kämpfe. Kämpfe für dein Ziel. Kämpfe für das, was das Leben dir gibt, was das Leben dir schenkt. Natürlich gibt es harte Zeiten. Natürlich gehst du mal richtig durch die... Aber das ist völlig egal. Du kannst, wie gesagt, deine eigenen Grenzen kannst du pushen, soweit es geht, bis du nicht mehr kannst. Wenn wir es mal auf den Sport beziehen wollen. Natürlich kommt irgendwann beim Laufen, beim Krafttraining, wie auch immer, was auch immer du für einen Sport machst, kommt irgendwann der Punkt, wo du denkst, jetzt geht nichts mehr. Und trotzdem ist das meistens, in den meisten Fällen wissen die Menschen nicht, ab wann es nicht mehr geht. Sie denken, wenn man müde wird oder wenn man schlapp wird, wie auch immer, dann würde nichts mehr gehen, dann wäre man an seiner Grenze angelangt. Nein, es geht noch viel, viel weiter. Und wenn du das entdeckt hast, wenn du deine eigene Grenze wirklich herausgefordert hast, wirklich entdeckt hast, sodass du am nächsten Tag
Muskelkater hast. Für mich ist Muskelkater nichts Schlechtes. Das mögen Biologen und wie auch immer anders sehen. Aber für mich ist Muskelkater ein Zeichen, dass ich mich herausgefordert habe, dass ich an meine Grenzen gekommen bin und dass ich etwas getan habe, dass ich erfolgreich war am Vortag. Also, ich denke, man kann bei Grenzen, bei seinem Potenzial zu entfalten, das kann man noch viel weiter ausdehnen, als viele Leute von vornherein denken. Deswegen ist mein Tipp an dich, fordere dich mehr heraus, geh an deine Grenzen, versuch wirklich herauszufinden, was ist deine persönliche Grenze, nicht was sind die Grenzen, die dir andere vorgeben, oder lass dich auch nicht entmutigen durch andere, wenn sie sagen, du kannst etwas nicht. Geh an deine eigenen Grenzen, versuch alles aus dir rauszuholen und erst dann wirst du dieses Erlebnis haben, dass du denkst, da geht noch viel, viel mehr. Ich will noch viel mehr aus meinem Leben machen. Eine letzte Sache noch zum Thema Aufgeben. Es gibt natürlich auch die Situation, dass du 7 Projekte beispielsweise nebeneinander hast und du denkst, es wird einfach zu viel. Das ist nicht Aufgeben, wenn du Projekte da rausnimmst und dich auf wenige beschränkst, sondern das ist Reduzieren. Nicht, dass es da irgendwelche Verständnisschwierigkeiten gibt. Denn Aufgeben ist wirklich... Das ist für mich ein Wort, das möchte ich nie mehr in den Mund nehmen. Das möchte ich nie in meiner Lebenseinstellung aufnehmen. Wechsle, kämpfe, mach weiter. Immer. Okay, das Material kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen.